Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Imperium Galactic Survival Alpha 12 mit dem Feljack mit C-Punkt-Gewicht. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich, wenn euch mein Projekt gefällt, lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da und ein Abo. Da würde ich mich sehr darüber freuen, das würde mir und meinem Kanal sehr weiterhelfen. Ja, wir haben in den letzten Folgen wieder fleißig... Natürlich schwitzen wir auch seit der letzten Folge. Nein, also... Wir sind immer noch dabei, die ganzen Bohrtürme aufzubauen. Oder Bergbaugeräte. Ich sage mal Bohrturm dazu, ist egal. Auf diesen kuriosen Planeten hier. Und ja, jetzt haben natürlich schon mehrere geschrieben in der ganzen Zeit. Weil ich ja immer 3 Folgen im Voraus aufnehme. So, hier ist die Muni für den Turm noch. Der Sprit ist drin. Oh, falsch. Noch ein Wasser. Wir müssen mal ein bisschen Wasser farmen. Ja, wir haben über die Flaktürme jetzt hingestellt. Ja, und es kamen jetzt mehrere Kommentare auch schon. Ja, der eine oder andere ist sich auch nicht sicher. Werden die jetzt angegriffen? Werden die nicht angegriffen? Ich weiß es persönlich auch nicht, ob sie angegriffen werden oder nicht angegriffen werden. Ja, und dann hat da einer geschrieben, du brauchst gar keine. Dann, also es ist unterschiedlich, ne? Der eine schreibt so, der andere so. Ich selber weiß es auch nicht. Aber wir werden mal gucken. Dann werden wir vielleicht in Zukunft mal ein paar ohne setzen. Wir werden es ja dann sehen, ob sie angegriffen werden oder nicht. Stören tut es mich jetzt nicht, weil wir haben ja die Mats. Also da breche ich mir keinen aus der Krone hier. Mal gucken, wie viel Sprit haben wir auf der Möhre jetzt. Da können wir auch schon wieder ein bisschen nachfüllen, ne? So. Ja, mein Lieben, wir sind schon so ziemlich am Ende eigentlich angelangt. Hatte ich jetzt schon mehrfach angekündigt. Weil ich weiß auch schon lange nicht mehr, was ich noch groß machen soll. Bin ich ganz ehrlich. Also, ich habe ja alles jetzt. Ja, ich hab alles erreicht, was ich erreichen wollte. Schon lange eigentlich. Müssten wir ein bisschen irgendwie auf dem Planeten kommen, vielleicht noch ein bisschen Gemüse sammeln, dass wir mal ein paar Sachen herstellen können. Und hier wollen wir mal wieder ab hier. Auf jeden Fall ein geiler Planet. Nur schade irgendwie, dass es hier nichts gibt, so großartig. Also, ja klar, natürlich jede Menge Alien und so. Aber sonst ist hier auch nichts eigentlich. Ich gucke mal, ich werde mal noch ein bisschen erkunden hier. Es gibt ja auf jeden Fall noch ein paar Fragezeichen hier. Vielleicht lassen wir das auch erstmal mit den Türmen jetzt sein. Oh, was habe ich denn jetzt hier eigentlich gebaut? Noch gar nicht markiert hier, ne? Dacosium. Fall haben wir hier so einiges jetzt schon stehen, ne? Drei Stück. Zarkosium, Erestium, 2 Zarkosium, 1 Erestium. Ja, die kann man nur ein bisschen produzieren lassen jetzt, ne? Oder ja, er soll ein bisschen abbauen halt, ne? Wir checken mal in der Zeit, was die Fragezeichen hier so machen. Was das alles ist. Ich hoffe ja noch irgendwie auf eine schöne Alien-Basis oder wir gucken mal, dass wir irgendwie an ein Schiff kommen. Dass wir vielleicht auch mal ein Schiff attacken langsam mit unserem dicken Pott hier. Mal sehen, was der aushält im Gefecht. Airlock Rescue Modul. Also hier sind so ein paar Module, die hier rumstehen. Das lädt dazu ein, also der Planet lädt dazu ein, sich hier niederzulassen. Ruin, die kannst du auch behalten. Rest Transport Rear. Das hört sich doch interessant an. Warte mal. Nee, falsch. Ein Transportschiff oder was? Kann man da landen? Dahinter? Ja, ne? So, man kann ja mal reinigen hier. Also die Geschütze.
Und ziemlich dicht. Oh, jetzt sitze ich auch ihm drauf. War natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Immer die. Ne, ist immer noch ein bisschen. Jetzt aber, ne? Mal gucken. Nein. So. Machen wir mal aus wieder hier. Achso, ja, seht ihr, jetzt weiß ich, was ich wollte. Ist mir in einer meiner eigenen Folgen natürlich aufgefallen. Ich habe gar keine Schrotmuni mehr. Soll ich mal kurz ein paar Schuss herstellen. Der ist gerade frei. Natürlich nicht so viel, aber ein bisschen brauchen wir ja. Ja, wie gesagt, es nähert sich jetzt langsam dem Ende. Und denkt dran, hiernach gibt es dann Memory of Mars. Ich wollte eigentlich mit dem Alex Sepp zusammen auf den EU-Server 1, aber da habe ich mal gespielt und das ist so. Das ist aber so extrem am Laggen und am Stocken und das ist nichts für eine Aufnahme. Da muss ich leider absagen, Alex. Dann werde ich versuchen, mir einen eigenen Server aufzumachen, einen privaten eigenen Server. Da muss ich mich mal ransetzen, irgendwie die Tage. Dass wir da ein vernünftiges Spiel haben oder so. Eventuell könnte ich ja dann noch den einen oder anderen einladen noch. Wenn er da Lust hat, irgendwie mitzuspielen. Aber das überlege ich mir halt noch. Okay, das reicht schon. Was haben wir hier noch? Multi-Werkzeug. Ach nee, das brauchen wir hier nicht mehr. Nee, die kann ich ja nicht mitnehmen. Sind so ein paar Sachen, die hier nicht reingehören. Mal gucken, hier haben wir schon wieder zwei T3-Türme schon wieder gebaut. Sprit haben wir auch noch. Wollte ich noch ein bisschen mehr mitnehmen. Aber wir müssen mal. Achso, Quatsch, mach ich ja nicht. Ich muss einmal. Oh, irgendwie einen anderen Erz in Holz, Munition. Ja. Schmeißen wir da rein. So, was wollte ich denn jetzt? Achso, Munition hatte ich jetzt. Achso, klar, dieses Schiff wollte ich. So, jetzt haben wir wieder 675 plus 11. Ne, falsch. Ich wollte nicht am Ausgang, ich wollte zum Hangar. Der war hier, ne? Genau. Ja, dann wissen wir, wo wir hin müssen. Guck. Perfekt. Perfekt gelandet hier. Wenn wir nämlich hier stehen bleiben. Dann gehen wir hier nämlich jetzt rein. Verbunden bin ich ja noch. So, ich muss mal erstmal das auswählen. So. Wir haben noch ein paar Sachen hier einsammeln. Ein Schiff, was ich noch nicht kenne. Hier war nichts drin. Nicht hier. Noch ein Booster oder sowas in Art. Das heißt sowas in Art. Natürlich haben wir hier einen Booster. So. Das ist alles weggerissen hier. Oh, ich wollte gerade sagen, das ist ein Triebwerk. Ja, nicht wirklich, das ist unser Triebwerk. Ja, die Teile müssen wir so jetzt einsammeln. Ja, eigentlich, ja, es ist ja, es zieht sich jetzt immer so hin. Ne? Es wird immer das gleiche abzubauen sein, immer die gleichen. Wir werden immer jetzt immer mehr dieselben Sachen finden. Mehr auf mehr als Bergbaudrohnen oder Drohnen oder Bergbaugeräte, wie auch immer, setzen oder keine Ahnung, so viel mehr gibt es ja auch nicht mehr zu tun eigentlich jetzt, ne? Also ich für meinen Teil zumindest sehe das so. Natürlich gab es auch Kommentare, dass die Leute auch andere Sachen noch machen. Schiffe restaurieren oder noch ein CV bauen und noch ein CV und noch ein SV, noch ein SV, noch ein hier und ein bisschen da.
Natürlich kann man das alles auch machen. Hier für jeden ist das... Für jeden ist Imperium ein anderes Spiel. Also jeder hat seine eigenen Endgame-Ziele. So, mein Endgame-Ziel habe ich ja jetzt des Öfteren auch erwähnt schon. Ist ja... Bei mir ist das ja nun mal... ein CV zu haben. Ein dickes CV, ein dickes SV. Und ein bisschen das alle haben wir jetzt auch bereist. Ich weiß ja zumindest aus zuverlässiger Quelle, dass mehrere schon geschrieben haben, auch auf Steam und so weiter, dass viele Systeme außerhalb, also noch weiter weg von der Galaxie, also wenn ihr noch weiter in die Galaxie reinfliegt, dann gibt es zwar Poise, also es gibt Zirax-Basen und, aber es sind keine Gegner mehr da. Also es ist noch nicht ganz fertig, scheinbar ist die Galaxie auch noch nicht so richtig fertig, oder? Keine Ahnung, was die Entwickler machen da, warum das, ja, weiß ich nicht, warum es keine NPCs irgendwo mehr gibt. Also umso weiter wir jetzt rausfliegen würden, das würde uns halt auch nichts bringen, auch noch weiter rauszufliegen ins All. Weil wenn es nichts mehr gibt, irgendwie, außer die Gebäude, aber keine NPCs mehr, ist es ja auch langweilig. Guck, hier gibt es einen Namen, oder? Ares, das ist die Ares. Guck, wissen wir schon, was das für ein Schiff ist. Das ist aber echt nur ein Teil von dem Schiff. Und wahrscheinlich auch der schlechte Teil. Was? Ja. Will mal gucken, dass ich das noch ein bisschen ziehen kann hier. Dass ich noch ein paar Folgen mache, aber ja, ich gehe noch langsam die Ideen aus. Und das ist immer so auch ein Problem mit mir, dass ich dann irgendwann sage, okay, ich habe keine Ideen mehr, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch groß zeigen soll oder machen soll. Natürlich könnte man unendlich viele Sachen noch machen, ist mir auch klar, aber ich hatte es auch in einem meiner Kommentare schon geschrieben. Ich finde, in einem Let's Play sollte man immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Also nicht unendlich in eine Länge ziehen, 1000 Folgen plus oder so. Immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Umso mehr freuen sich die Zuschauer auf die nächste Staffel, weil die wird ja auch dann in Zukunft wieder starten. Es ist ja jetzt nicht das totale Ende mit mir hier. Ja, schade, also das CV ist, das ist Crap. Das ist das schlechteste Teil von allen wahrscheinlich. Dann werden wir mal weiterfliegen. Ja, es wird ja dann, Staffel 7 wird ja dann, Staffel 7 wird ja Project Eden dann, ne? Aller Wahrscheinlichkeit. Vielleicht mache ich auch Reforged Eden, ich weiß es noch nicht. Die beiden Mods stehen auf jeden Fall zur Auswahl. Da überlege ich es mir dann noch. Das sieht auch cool aus, ne? Was? Da müsste ich mal, glaube ich, mal einen Screen von machen. Das sieht echt nice aus. So. Mit der Sonne hier, ne? Hat schon was. Natürlich, man könnte jetzt 1000 Millionen Screenshots machen und versuchen und dass man irgendwie einen Blitz auch noch mit aufs Bild kriegt, aber ich glaube, das lassen wir jetzt mal. So. Das war ein Satz mit X gerade. Wo ist denn? Oh, hier ist nichts mehr. Ausrichten. Warum ist hier denn nichts mehr? Ich bin jetzt ziemlich weit hier am Polar. Wie man das so immer nennen mag. Ressource. Also langsam kommen wir wieder. Da hier in den 4 Kilometer so ein Fragezeichen. War so ein bisschen weit weg, ne? Pentaxid. Brauchen wir nicht, haben wir massig. Die mit tot schmeißen. Medium, brauchen wir auch nicht.
Aber nicht unbedingt. Wie viel haben wir überhaupt noch? Wir haben jetzt 402 Zellen hergestellt. Hier habe ich noch 436 in der Tasche. Und wir haben noch über 4000 Promethium. Also, ja. Ich denke, die Frage hat sich erledigt hier, ob wir Promethium brauchen oder nicht. Da ist auch noch was in 4 Kilometer. Das ist alles ziemlich weit weg, ne? Aber trotzdem fliegen wir da mal hin. Weil ich bin ja neugierig. Ich will ja wissen, was da ist. Ja, ist echt ein karger Planet hier, ne? Sehr karg. ...2,8 noch. Da hinten ist 3,1. Ja, so oder so ähnlich könnte das aussehen. Man könnte sich halt den Planeten komplett einheimsen, nur für Erze. Man stellt überall seine fetten Bohrer auf und lässt die einfach arbeiten und farmt die nur noch ab. Man braucht sie nur noch abzugrasen und die Ressourcen einzuladen. Ja, wenn man dann alles soweit hat. Man könnte sich dann, ja weiß nicht, noch weiter ausbauen oder was auch immer. Ruin Landing Pad. Ja. Yeah. Aber das juckt mich jetzt auch nicht. Ja. Entschuldigung. Ja, früher morgen am Aufnehmen für euch. Da sind die Bronchien noch richtig aktiv hier bei mir. Ja, im Sommer ganz schlimm, ne? Alter Mann halt. Belgik, der alte Knochen. Naja, aber wenn ich so im Livestream schon gelesen habe, wie alt manche von euch, wie alt ihr so seid im Schnitt und so, da bin ich ja noch ein Jungspund gegen, Ja, mir geht's auch so langsam wieder ein bisschen besser. Aber ich will mal noch ein bisschen abwarten. Nicht, dass es dann wieder schlechter geht und dann sage ich, naja, ich mache wieder mehr oder keine Ahnung. Old Tank Station. Na, ich glaube, da ist nichts drin. Nochmal Promi. Na, sonst viel gibt es jetzt auch nicht. Also ich werde mal ins All fliegen jetzt. Ich will mal gucken, was in dem System noch ist. Ist auch ein bisschen langweilig, nur hier rumzudödeln. Er ist mir einfach zu karg, der Planet. Hier gibt's echt nichts, ne? Lass mal gucken, ob wir vielleicht noch irgendwie ein geiles Schiff finden oder so. Dass wir uns vielleicht mal attacken können. Würde mich echt mal interessieren, was der so raushaut. Was das Schiff an sich so rausprügelt. Ne? Würde mich ja echt interessieren, was der an Kampfleistung noch hat. Hier ist ja nichts. Lass uns mal gucken. Bestimmt. Das ist die Übersicht schon wieder aus. Nee. Nein. Ah, ne? Ist gar nicht. Gar nichts. Beschreibung: Empty Space. Empty Space. Das will ich aber wissen, was das ist jetzt. Das habe ich schon mal gehabt, dass da nichts war oder so. Kann natürlich wichtig sein, dass da nichts ist. Aber will ich nicht abstreiten. Das Schild aus. Und go. Okay. Empty Space. Sind das Platzhalter hier oder sowas? Von Elion oder so? Nix, ne? Hier ist echt nix, Warum Empty Space? Da gibt's auch gar nichts hier, ne? Nix. Ist alles leer. Okay, na gut, dann ist das wirklich so, wie es da steht. Es gibt nichts hier. Beta Sektor. Beta 59442. Eisen, Gold,
Vital, ne, Magnesium, Kobalt und Neodym. Ziel erfassen. So. Dann fliegen wir da mal hin. Irgendwo muss der Feind hier hocken, ne? Oha, Feuerplanet, der ist ja noch schlimmer wie unser, ja. 3 Asteroiden, 4, 5. Das war's. Hier, neuer Planet, neues Glück. Wenn es ein Planet ist, gehe ich mal von aus, ja, ein Mond oder sowas. Er scheint doch mehr ein Planet zu sein, ne? Aber keine Feinde in Sicht. Bisher haben wir noch gar keine Feinde gehabt hier, ne? Bei uns am Startplanet so viel Feinde überall. Auf jeden Fall haben wir hier einen neuen Planet entdeckt. Auch ganz nett. Oder einen Screen machen. Ne, nix. Nur die Asteroiden überall. Also ihr seht, ihr könntet rein theoretisch hier... Oh, falsch. Das Schild wieder anmachen. Rein theoretisch, ihr könnt hier Gold farmen ohne Ende, ne? Ihr werdet echt stinkreich, ne? Ihr könntet so viel Gold machen und... Schon der zweite Gold-Asteroid, ne? Und keine Feinde, nix. Nicht mal Polaris oder so dödelt hier rum. Das scheint ein richtig fetter Feuerplanet zu sein. Da werden wir natürlich mal... Oh, warte mal, bevor wir da reinfliegen, obwohl das Schiff... Mensch, was ist los hier? Beta-Sektor, nee. Eigentlich wissen... Strahlung 5,4. Wo steht denn das mit der... Sektor? Wo steht denn, wie viel G der hat? Was? Das ist die Sonne. Ich würde gerne wissen. Der Warp-Linie bringt mir auch nichts. Wie 0G oder was? Das kann doch nicht sein. Der hat doch nicht 0G. Stationsdienste, ja. Code bei Feljack, 1.8.2474. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich steig da nie hinter irgendwie. Ich lerne es auch nicht mehr, glaube ich, mit dieser Übersichtskarte. Naja, das Schiff kommt sowieso hoch. Das wissen wir ja. Wenn auf dem anderen 4G hier hochkommt, dann kommt er hier erst recht hoch. Oh, das sieht aber brutal aus hier. Das sieht aber brutal aus hier. Natürlich auch ohne Ende Ressourcen wieder. Das ist auch so ein Hardcore-Planet. Ressourcen. Ob ich schon Ampulla hier? Wenn hier auch noch Gegner sind, ja. Ein bisschen runter, ne? Dass wir mal ein bisschen was sehen hier. Schoss man für den Feljack hier. So. Doch cool aus so. Haben wir ein paar schicke Fotos gemacht. Komm ich da rüber? Ja, ne? Ein bisschen knapp hier. Und
voll. Ich sag eben noch, ne? Jetzt ecke ich doch an. Junge, ich will nicht über Bande fliegen hier. Goldader, klein. Okay, können auch nochmal Gold farmen. Noch eine Goldader. Ja, genau daneben, noch eine kleine. Guck mal, was er hier Gold kriegt, ey, ohne Ende. Der Planet scheint nicht sehr groß zu sein. Mehr so was wie Mondgröße, ne? Gehen wir mal zu dem Fahrzeichen da hinten. Ist das hier? Ich dachte erst doch, da sind Bäume. Nee, das sieht immer aus, wenn da Bäume sind. Das sind alles Felsen, ne? Und noch so, noch so ein öder Planet hier. Aber die Geschütze fallen überhaupt gar nicht. Kann natürlich auch sein, dass ich noch zu hoch bin. Oh, da steht eine Basis oder sowas, ne? Guck mal. Das sieht sehr interessant aus. Da steht eine verlassene Basis, oder? Das ist eine Alien-Basis. Nee, das ist eine Crash DS2 mit. Oh. Mittelteil der DS2. Das kenne ich glaube ich noch gar nicht, oder? Ich habe immer das andere Teil nur gefunden, aber das hier glaube ich noch nicht. Wir können natürlich auch versuchen, der Mitte drauf zu landen, oder? Ich will da drauf aussteigen, auf dem Ding. Wenn es geht. Oh, das ist sehr schräg. Das müssen wir einmal testen. Ich lasse mal die Triebwerke kurz an. Mal gucken, ob ich für die Mitte getroffen habe. Temperaturtechnisch. Fast, naja, ich wollte da, dass die Leiter da rauskommt. Sehr viel Strahlung her. Ne, das ist nicht ganz richtig. Muss ich das Schiff ein bisschen drehen noch. Aber eigentlich ist das auch egal, oder? Ist hier nun wieder nur ein Wrack, ein weiteres. Das ist ja das, was ich am Anfang schon sagte. Man findet einen Wrack nach dem anderen. Na komm, egal. Haben wir ja. Wir können vielleicht ein paar Schubdüsen oder so abkassieren, aber im Großen und Ganzen. Rosiumlager. Ist irgendwie nichts mehr. Ist hier nicht noch irgendwo was? Sind nur Ressourcen hier. Soll mehr sein als nur Ressourcen und ein ungecrashtes Schiff oder so. Sind die alle so trostlos, die Planeten? Hallo, wo seid ihr alle? Da ist noch was. 5 Kilometer. So, das gucken wir jetzt noch an und wenn das auch nichts ist, ja egal, dann gehen wir zum nächsten System. Oh, das sieht auch cool aus, so nachts. Oh, falsch. Ausrichten. Ein paar schöne Screenshots machen hier. So, hat der Fälscher wieder was für seine Sammlung hier. Ist er gleich, 2 Kilometer noch. Sieht man das eigentlich, wenn man hier ist, auch? Ja, warte mal. Schwerkraft, 0,98 G. Das ist nicht viel, ne? Geht. Ist ertragbar. Ein bisschen runter hier. Scheint auch ein Gebäude zu sein. Nee, das ist auch ein Schiff. Auch ein gecrashtes Schiff hier.
Rush, die ist E2 Front. Jetzt haben wir die Front gefunden. Ah, okay, das ist das, was wir auch in der Eiswüste hatten, also auf unserem Startplaneten. Das ist das Teil, was wir am Startplaneten hatten. Alles klar. Aber Feinde sind da, ja, die Geschütze ballern. Apropos Geschütze, ich will mal kurz... Obwohl, ne, können wir auch hier direkt gucken. Will ja eigentlich mal gucken. Ja, haben wir mehr als genug hier. Hier auch. Mehr als genug. Na gut, die Rax können ein paar mehr sein, aber nur 500 Schuss von. 150 mm Z-Rax sind 1374. Aber Flakgeschosse haben wir schon einige hier. 4000, 5000 Flakgeschosse. Dann haben wir noch ein Magazin, das kann ich auch mit rein. So. Wir gehen jetzt wieder ab ins All. Auch noch ein weiterer Lavaplanet wäre gewesen. Und wir machen mal schon mal das Schild aus. Suchen uns schon mal den nächsten hier. Nein, nicht hier. So. Mensch, da muss doch noch irgendwo was sein hier. Gehen wir mal hier rüber. Wo ist er? Ne, oben, ne, unten ist er. Da, das grüne Ding. Ne? Der hier, der Waldmeisterplanet. Das ist der Feljek-Planet, der ist auch grün. Okay, da haben wir einen Sedu Pauramun oder so ähnlich. Wieder keine Feinde in Sicht. Das Schild aber trotzdem mal wieder an. Wer weiß, was hier noch so rumlungert. Das sieht schon cool aus, ne? Also stylisch ist es ja, ne? Da muss ich Elon oder wie sie gleich nochmal heißen. Muss den Entwickler auf jeden Fall auf die Schulter klopfen. Hab da gut gemacht. Sieht sehr geil aus alles. So, ich fliege ja nicht mehr. Och, was warte ich denn hier? Ich warte. Feljek wartet wieder auf den Bus hier. Ja, meine Lieben. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet morgen wieder ein. Daumen nach oben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns. Bis denn. Tschüss.